mit einem Gewicht von 86 Kilogramm. In Begleitung seines Trainers und Mentors Ivo Latino aus Hannover für Deutschland mit Tim Stübing. Crowchester wurde angegriffen, nur was das zu bedeuten hat, wer dahinter steckt, das konnten wir nicht wirklich herausfinden. Und welche Auswirkungen es dann hat. Tim Stübing wird natürlich auf die unnachahmliche Art und Weise hier in der Bundeshauptstadt in ausverkauften Catch-Saal Berlin-Kreuzberg empfangen. Musikalisch quasi. Deutschland mit Tim Stübing. Sein Gegner heute Abend, der Teilnehmer für Kasachstan, bis ist Crowchester! Wir sehen vier Erstrunden-Matches direkt zur Eröffnung des heutigen Abends. Und die vier Gewinner dieses Matches werden dann in einem Four-Way im Finale aufeinandertreffen. Also die bekannten und bewährten Regeln. Das Interessante natürlich auch: jeder Sieg zählt gleichzeitig auch für die Tabelle der German Wrestling Federation. Jeder Sieg, mit dem kannst du 3 Punkte einfahren. 3 Punkte hat bereits Tim Stübing auf dem Tableau derzeit und Crowchester 2. 3 bekommst du für einen Sieg durch Pinfall oder Aufgabe, 2 in einem Tag-Team-Match. Und so weiter und so fort, das werde ich dann in diesem Fall immer weitergeben. Jetzt starten wir den GWF Light Heavyweight World Cup. Der Titelverteidiger Crowchester gegen diesen Mann, Bad Tim Stübing. Keiner mag den Tim, ist so ein tolles Lied, das könnte man eigentlich aufnehmen. Und das nagt natürlich an Tim Stübing, das hört er jedes Mal, wenn er den Ring betritt. Er wird begleitet von seinem Coach Ivo Latino, der eben diesen Wechsel in seiner Einstellung quasi mit zu verantworten hat. Ivo Latino, der diese 27 Jahre German Wrestling Federation wirklich mitgemacht und mitgeprägt hat. Und eben sein Wissen an Tim Stübing hier weitergibt, auch durchaus erfolgreich, so wollen wir das mal nicht sagen. Und Tim Stübing hat auch seine Erfolge in letzter Zeit eben auch einfahren können. Hat einen Mystery Mayhem Umschlag im vergangenen Monat bei Global Warning gewonnen, durch einen Sieg gegen Andy Theke. Das heißt, ein Titelmatch hat er sicher oder eine Niete eben. Das werden wir da herausfinden. Kann natürlich bis dahin hier mit diesem Erfolg auf sich aufmerksam machen. Also die Weltmeisterschaft an einem Abend. Und Crowchester, der Kasachstan vertritt, natürlich hier gerade in Berlin geliebt wird, in Wrestling Deutschland bekannt ist und als Titelverteidiger ins Rennen geht. Und Tim Stübing zeigt, dass seine Art und Weise durchaus erfolgreich sein kann. Harte Treffer landet er gegen Crowchester.
klatschend. Und da sehen wir auch am Rücken von Crowchester die Auswirkung. Achtung, Crowchester, können sie hier ganz offene Messerlaufen, ist nicht gelungen. Achtung, Greco-Roman, Knuckle Lock ist auf dem Seil. Vorsicht, muss das Gleichgewicht halten und das kann ihm auch gelingen. Ab und zu macht mal Crowchester eben eine Aktion zu viel. Die sieht natürlich spektakulär aus, nur da muss er eben das Gleichgewicht finden. Jetzt kommt er mit dem Vorarm in die Ringecke gesprungen. Irish Whip in die gegenüberliegende Ringecke und kommt dann noch einmal nach mit dem European Uppercut. Oh, meine Güte. Basement Dropkick hat voll gesessen gegen Tim Stübing, nachdem er ihn vorher mit dem Hip-Toss auf die Matte befördert hat. Running Shooting Star. Nur bis zwei. Für Tim ist es der erste Auftritt in diesem Turnier und dann gleich natürlich als deutscher Vertreter einen besonderen Druck. Wir sehen auch die Fahne im Hintergrund in der Kaffee. Achtung, und apropos Hintergrund, Ivo Latino ist auf dem Apron. Er hat lautstark auf sich aufmerksam gemacht und dann auch gestenreich gegen Crowchester. Dadurch hat Crowchester seine Konzentration kurz von seinem Gegner weggebracht. Frankensteiner gegen Crowchester und da zeigt Tim Stübing ganz kurz, was für eine Explosivität in ihm steckt, was er für einen Anlauf, was für einen Schwung er sammeln konnte, um dann Crowchester zu treffen. Das Cover nur bis zwei. Der Schaden ist natürlich angerichtet und es war Ivo Latino durch seine Erscheinung und eben durch seine Worte, die er lautstark Richtung Crowchester gerichtet hat, hat jetzt Tim Stübing den Vorteil und kann Crowchester, den Titelverteidiger, auf der Matte halten. Cover von Tim Stübing, er will den Sieg hier auch einfahren, vehement auch. Natürlich, du erwartest ja noch das Finalmatch dann am Ende des Abends. Und da will er nicht viel Energie eben hier lassen in diesem Match. Irish Whip. Und wieder trifft Tim Stübing Crowchester und jetzt der Blick von Crowchester schon sehr, sehr leer. Im letzten Jahr war er erfolgreich dann im Finale, im Endeffekt gegen Maverick, Itouch Bahar, der ebenfalls im Turnier steht, und Michael Oku. Ein großartiger Auftritt dieses Mannes gewesen. Crowchester überspringt seinen Gegner, also an seiner spektakulären Art will er nichts einbüßen. Nur bis zwei. Er will nichts an seiner spektakulären Art einbüßen. Nur ist halt die Frage, er wurde angegriffen. Was ist da für ein Schaden angerichtet worden? Und das Match läuft hier eben auch. Und Tim Stübing sehr, sehr humorlos in seiner Art. Seine Aktionen hinterlassen eine ganze Menge Schaden. Und hier erneut. Er steht auf den Haaren von Crowchester. Der Ringrichter zählt. Und auch da, während Tim Stübing mit dem Ringrichter gestikuliert, hat er immer noch sein Schienbein auf dem Hals von Crowchester, um ihm weiter noch Schaden zuzufügen. Also wenn das nicht Handschrift Ivo Latino ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Alles andere als erlaubt und der Ringrichter, ihm steht natürlich frei, eine Disqualifikation auch zügig auszusprechen. Aber dieses klassische, ja, er darf bis vier, das ist falsch. Der Ringrichter kann selber. Bei 5 müsste er disqualifizieren. Er könnte auch früher. Vor allem, wenn es dann einfach zu viel wird. Und Crowchester lässt es gar nicht so weit kommen. Oder eben doch nicht. Hin und her geht es in dieser Phase des Matches. Jetzt Tim Stübing hat seinen Gegner auf den Schultern. Und Crowchester kann mit den Ellbogenstößen ihn wegbefördern. Und da rennt
förmlich Stübing durch seinen Gegner hindurch mit der Brust voran. Und jetzt könnte er den Sack zumachen. Tatsächlich. Fireman's Carry in den Neckbreaker. Die Träume sind nicht gebrochen für Crowchester. Der Traum einer Titelverteidigung. Es ist sein erster und eigentlich auch streng genommen sein einzig großer Erfolg, den er hier bei der GWF einfahren konnte, Crowchester. Also halt auch ein Titel, mit dem du dich auch zeigen kannst, mit dem Turniersieg im vergangenen Jahr. Und es war auch ein emotionaler Sieg, ein emotionaler Abend, den wir gemeinsam hier feiern konnten. Tim Stübing übernimmt das Kommando. Lautstark und treffsicher. Und jetzt fühlt er selber sich natürlich siegessicher gegen Crowchester. Crowchester wieder mit einer spektakulären Aktion nach der anderen. Natürlich versucht er damit so ein bisschen den Gegner zur Desorientierung zu bringen. Und das gelingt ihm ja auch. Ist in der richtigen Position, um mit dem Dropkick Tim Stübing zu treffen. Und da greift sich Tim Stübing ans Kinn. Beide Männer auf der Matte. Der Ring ist erzählt, wenn sie natürlich so ausgezählt werden, dann wäre es im Finale natürlich ein Freeway. Und Crowchester ist wieder auf den Beinen. Der Finger war ausgestreckt Richtung Gegner. Und jetzt kommt Crowchester mit all seiner Energie und seiner Vehemenz. Da grinst er auch wieder wissentlich, dass er wieder die Kontrolle hier übernommen hat in diesem Match. Vom Seil kommt er geflogen mit dem Springboard Moonsault und das überschlägt dann auch noch Tim Stübing. Also der Treffer einmal von oben und dann landest du auch nochmal auf der Matte. Das Cover. Das war drei, hören wir aus dem Publikum. Das war zwei. Das war eben nicht der Sieg. Die Anfeuerungsrufe für Crowchester hören wir auch noch. Was steckt noch in Crowchester? Er spürt natürlich diese ganzen Aktionen von Tim Stübing. Achtung, guter Konter. Immer die Hüfte wegbekommen und das machen wir beide. Genau, die Hüfte wegbekommen. Wenn du im Grappling die Hüfte des Gegners kontrollierst, dann hast du quasi schon die halbe Miete. Und das haben hier beide gut gemacht, um hin und her zu kontern, als der Gegner einen Backtake hatte. Jetzt auch eine Art Escape gewesen durch den Anlauf, durch den Schwung. Fliegt Crowchester nach draußen und er ist äußerst unsanft gelandet. Das war auch im vergangenen Monat einmal bei ihm. Tiger Faint Kick hat gesessen von Crowchester und er will die nächste Aktion zeigen. Wieder ins Risiko gehen, nur das Risiko war einfach mal zu viel. Und das ist eben die Geschichte von Crowchester. Zahlt sich das Risiko aus oder eben nicht? Und Tim Stübing fängt seinen Gegner ziemlich humorlos dort mit dem Unteranschlag ab und will jetzt dort am Rand des Rings auf dem Apron eine Aktion zeigen. Crowchester kann Schlimmeres verhindern. Asai Moonsault nach draußen von Crowchester und er trifft seinen Gegner. Ovationen für diese beiden Männer hier im Eröffnungsmatch des GWF Light Heavyweight World Cups
im ausverkauften Catch-Saal in Berlin-Kreuzberg. Schafft der Titelverteidiger durch einen Sieg hier den Einzug ins Finale, kann sein Titel verteidigen. Was ist? Ivo Latino hat eingegriffen. Eindeutig hat Ivo Latino eingegriffen und hat dadurch verhindert, dass Crowchester eine weitere Aktion vom Seil zeigen kann. Bad Tim nutzt diese schlechte Ausgangsposition für Crowchester zu seinen Gunsten auf. Nein! Nein, der Konter! Der Konter von Crowchester! Und stattdessen der Sieg. Nein! Unglaublich. Unglaublich. Es hat nicht gelangt. Und hier Spinning Brainbuster vom Seil hat nicht gelangt. Dann wieder vom Seil. Der Moonsault. Nur das ging in die Hose. Stattdessen kam Tim. Hier, nein! Er hatte halt seinen Gegner im Cutter abgefangen in der Luft. Doch den Sieg nicht eingefahren. Hier den Michinoku Driver. Damit könnte Tim Stübing jetzt den Sieg einfahren. Und der Hannoveraner steht im Finale. Er besiegt den Titelverteidiger Crowchester. Im German Wrestling Federation Light Heavyweight World Cup 2023 für Deutschland. Mit Tim Stübing. Seine erste Turnierteilnahme. Wird direkt mit einem Sieg belohnt und sein Coach, sein Mentor Ivo Latino, die GWF-Legende, feiert natürlich, was sein Schützling hier gerade geleistet hat. Und sie reiben es noch Crowchester unter die Nase. Crowchester ist hohes Risiko eingegangen in diesem Match. Am Ende hat es sich nicht ausgezahlt und vor allem Ivo Latino war derjenige, der geistesgegenwärtig in einer Situation entscheidend angegriffen hat und dadurch seinem Schützling Bad Tim Stübing diesen Sieg hier mit sichern konnte.